This production is made possible through the generosity of the members of the JEM Foundation. Hello and welcome. My name is Elkanah Shmatkin, and I'm the director of Jewish Educational Media. Thanks very much for joining us today. In the past, in this series, which we've called JEM Presents, we've taken complex topics, which the Rebbe often speaks about on many different occasions. We've tried to study the Rebbe's position on it well, organize it, and present it to the best of our ability. But here, today, the situation feels unprecedented. Now, people have been asking us what the Rebbe would have said today. Now, when you word it that way, no one can really answer that question. But in truth, we do have the Torah to rely on, and there's nothing that Torah does not give us the tools for. So while for us it might be uncharted territory, for Torah it is not. And there are certainly material from the Rebbe, teachings, advice, videos, the Rebbe's talks, that can help us navigate this present situation. So we've gathered together some of the different things that I think and I hope you'll find relevant to this situation. We'll talk about how we're not alone. We'll share some practical advice for parents. And we hear so much about emunah, bitachon, faith. We'll talk about what that means and how, in a practical way, we can actually achieve that. But before we start, I want to wish a full and speedy recovery, a refuah shleima, to all those who need it. To those of you well enough to watch who are in isolation, we are with you. Your brothers and sisters, all of Klal Yisrael is with you. You're not alone. To the families who are grieving, the entire Jewish nation grieves with you. Hamakim minachem eschem b'seich sharavei letzion v'yerushalayim. May Hashem console you with the mourners of Zion and Jerusalem. And to everyone else, please listen to what you're being told. Stay in isolation. It's Yiddishkeit, it's Judaism 101. Honestly, I think and I hope there's no one left who needs to be convinced of this. But if you need an example, there's the well-known story that we've heard so many times of the Alter Rebbe himself, on Yom Kippur, went to chop wood for a mother who had just given birth. Just stay home, that's all we're being asked to do. Thank you very much to the members of the JEM Foundation and to the sponsors of this specific program. Okay, let's get started. To me, one of the most poignant starting points is that we're not alone. The entire world is suffering, Hashem's creations are suffering, the Jewish people are suffering. But we are not alone. And this is a theme that the Rebbe spoke about, especially on Lag BaOmer, but many other times as well. A Jew is never alone. So at this Lag BaOmer parade in 1984, the Rebbe speaks on a statement of Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol mokim shigolu shchino imohem, as anid el pshat chas v'sholem, as ayid gefinzech in golus, und der Ewigster gefind sich in sein Palas in den Himmel und guckt zu von eben, wo sie tut sich mit Aiden unten und gibt ein Bruches, sagt der Pschimmen bei Echoi, nie das in der Ruftu. Der Ruftu ist, dass der Ewigster gefind sich und dort, wo sie gefind sich, jeder riet. Und bis als Aiden gefind sich in Golus, ist China im Möhr. Gefind sich dort der Rebischte zusammen mit ihm in dem Golus. Und verstande kniet er gefind sich dort, wie er seitiger in ihm, nur er gefind sich dort in der Nähe, was beholt zu Rossum, leid so, bis er sah jeden Wert eng, mach was die Miene von Golus, zieht es wer der Engkeit in Ruchnis. Oder a viele Begashmius, is a demus sog der Ebischter, a sehr ho dieselbe Leiden, mit dieselbe Schwerkeit, mit dieselbe Einkeit, wo das ist so rossom, von ak Iden, begolus, nicht und, und was für a Golus es soll nicht sein, sie das erden, oder wie der Rechter Golus in Bovel, is beholt so rossom leid so,
wurde funde doch verstandig, auf wie viel Mehode Sijua, der Hilfe und der Nebesten, auf Fieber kommen da alle Schwierigkeiten, worin der Rebischter hat sich qua Jochla reingestellt, als er hat dieselbe Schwierigkeiten, und Lama Jemro Hagoyim, Ajeya Lekehem, und war fahre doch verstandig die Stadlos von den Nebesten, an die Gejule soll kommen, was frieren. Sie darf aber sein, beholt zur Rossum Leitzer, an das soll eng machen, echt an jeden, als er soll schreien, an Mosheit, wenn sie kommen, die Gejule, und der Rebischte wird der Reis von Golus, und mitnehmen mit sich, und alle Jinn werden ein Riss von Golus, und wir abschieben bei Jehoi in Mamschich, als nie der Ingen ist, als Tage der Ebenster gefühlt sich in Golus, aber beim Riss von Golus, geht der Ebenster ein Riss mit einer Zeit, eider der Jinn gehen ein Riss, oder Alkoholponim, ein Rege eider der Jinn gehen ein Riss, sagt der Pschimmen bei Jehoi, als er jid mag sein ruhig, als jeder Rege, was er gefühlt sich in Golus, mit in ein und einziger Rege fahrden, geht der Rebischer echt nicht an Riss von Golus, der andere, aber wie Schova, weil die Kirche erschwusste, und der Rebischer geht an Riss von Golus erschwusste, bischass er nimmt ein Reis und sagt, als Jeden gehen von Golus, und demel geht er, der Rebischter ein Reis mit sich zusammen von dem Golus. You could hear that the Rebbe was actually crying there at the end. And it's a point the Rebbe emphasized often. Bernie Rader from London was once visiting New York, and he sent a note into the Rebbe saying, my granddaughter is going to be flying from London as an unaccompanied minor. He asked for the Rebbe's bracha that she have a safe trip. So the Rebbe crossed out the letters UN, and after the word unaccompanied, added the words by Hashem, turning unaccompanied minor into accompanied by Hashem. But how does this work? How do we train ourselves to know and feel that we're accompanied by Hashem? The third Lubavitcher Rebbe, the Tzemach Tzedek, after whom the Rebbe was named, someone wrote to him that he was sick and he was very, very worried. Tzemach Tzedek told him to stop worrying because that was making him more sick. And then he writes, on the way to battle, the Kohen Gadol, the high priest, would stand up in front of the ranks of soldiers and, as the verse says, V'amar aleihem Shema Yisrael, atem krevim hayom la'milchama, you are about to wage war upon our enemy. Do not let your courage falter. Don't be afraid of them and don't panic. And Maimonides, the Rambam, says that that's a commandment. It's a mitzvah not to be afraid. Very well, but a person sees the blood of battle and he's afraid. It's very natural. His heart leaps, he panics. The Torah can only command us to do something that's within our control. So what kind of commandment is this? And the Tzemach Tzedek explains that every person can consciously choose what to think about, what to speak about, and what they do. You're terrified, you can't control what happens around you, but you can control your thought, your speech, and your actions to pivot away from your fear. So this is what it means when we're commanded, don't falter. Don't think about things that will cause fear. We shouldn't speak about it in that way, but rather the opposite. And that's what the Rambam writes as Jewish law. Anyone who brings himself to panic and terror by thinking such thoughts transgresses a prohibition. So when we stop thinking about these things, the fear in fact subsides. And actually the Tzemach Tzedek writes that I heard this from my grandfather, the Alter Rebbe, the night that he passed away, and he told it to me in the name of his Rebbe, the Magid of Mezrich, adding that according to the attitude a person displays here below, this is what he's mirrored, this is what he's shown from above. I once heard that somebody asked the Rebbe shortly after the Six-Day War,
Before the Six-Day War, the Rebbe had stood up, and now there's a very famous film of that. The Rebbe stands up, and he says everything is going to be fine, and the Rebbe encouraged people to stay in Israel, despite the fact that there was absolute panic. This was very widely published at the time. So somebody asked the Rebbe, how were you able to take all that responsibility upon your shoulders? And the Rebbe answered simply, it's a verse in the Torah. Al yerach levavchem. You're not allowed to fear, you're not allowed to cause others to fear. You must do this. And of course, everything turned out fine. But that was the simple answer that the Rebbe gave of how he was able to do that. But it's not only a way to distract ourselves or something to tell ourselves. It actually changes the situation. The Rebbe gave this guidance very often as well, in the name of the Tzemach Tzedek, Tracht gut wird sein gut. If we think good, it will be good, it will become good. יום אחד אני מקבל מכתב מהבית, אחי כותב מכתב, אני זוכר יום חמישי בערב, כותב מכתב ואומר שאבא קיבל התקפת לב והוא במצב אנוש. עכשיו המכתב הזה יצא, נגיד ביום ראשון, ואני קיבלתי אותו ביום חמישי. והיה קשה להבין את זה, איך לא מטלפינים, איך אני לא יודע מה, איך לא שולחים מברק, שום דבר לא, כתבו ככה. עכשיו, ואני מקבל מכתב כזה, מה אני צריך לחשוב? מה, כן? אז אני הכנסתי מכתב לרבי, שאחי כתב כך וכך, וכותב שמצב האנוש, וכתבתי, כבר אינני יודע מה לחשוב. כך כתב ש... אז הרבי לקח את המכתב הזה, עשה קו מתחת למילים האלה, כבר אינני יודע מה לחשוב, והוא כותב, ולפלא, שלושה סימוני קריאה, ככה, אתה רואה את העוצמה שבזה ככה, ולפלא, שהרי ידוע בחיגון דע, ציווי נשיאנו רבותינו, טרחת גוד ודזן גוד, ואחכה לבשורות טובות. טוב, קיבלתי את המכתב הזה, ידעתי שאבא שלי חי. זה יום חמישי בלילה. עובר את השבת, ביום ראשון, עזרתי אומץ וטלפנתי הביתה. אמא שלי מרימה את הטלפון, שאלתי אותה מה שלום אבא, יצא מכלל סכנה. יצא מכלל סכנה. שאלתי אותה מתי? היא אמרת לי ביום חמישי. יום חמישי. טוב, יפה, טוב. עברתי את הכביש והלכתי במינכה שם, ואמרתי, שהרבי יוצא ממינכה. נו, יראתי שטוי וספמיר, שאל אותי. אמרתי לו, כן, יצא מכלל סכנה. אז הוא שואל אותי, מתי? אמרתי לו, ביום חמישי בערב. כן? ביום חמישי בערב. הוא אומר לי, ון נתיר אונגוי ונצטרכן גוט, מתי אתה התחלת לחשוב טוב? כן? את זלדכנך נשטרף מזרחי זכן, זלטוויסן אלמון צטרכן גוט. זה שעוד שיותר דו יקרו, מקרים כאלה, אבל שתדעו תמיד לחשוב טוב. But how can we do this? Where are we expected to find the strength? The Rebbe addresses this in the following talk. He quotes the verse from Isaiah, Ki hine achoshech yichase oretz v'arofu le'umim. Behold, darkness shall cover the earth, and thick clouds the nations. And the answer we find in Kapitel Kuf Chaf Aleph, chapter 121 of Psalms. This talk is from 1980, Tafshin Mem Aleph. The world steht in a massive marvel. With all the unions, we from the sorgen is noch als nicht genug, where we weisig mehr nicht wie a mixes von the unions in a marvel. A misert a viele beine, bosser und hakel medien, as a massive was lehoyo komeo. Und sicher wird sich das aber richtig lassen, hakel die Tee. Ne Montover a bishas meise soll es schön haben a Simcha, wie zähl das Emes verlangt, das ist a Simcha mitis. Nicht er kneibt die Back und sagt, wie bald damit darf sein so mehr. Ist er machlich, dass er wird sein so mehr. Wächst sich auf der Ruf die Scheide, was soll, was sie kann sein, a Dover wie ich fuche. A mi Montbeam, a soll sein, der Jisein a Simcha. Min, has Cheshech, was a cheshek ich hasse oret, bin loschen ich hasse oret, da ha mavel dike reisle. Danach sagt man, das ist noch wenig, noch das ist noch ein Roffel, was noch mehr ist mit cheshek. Und nun sehen wir in aller Nähe mit allen Unionen und mit Afton, die Unionen, was verbunden mit der Chateve und Chulo.
aber das dort nicht unreden. A viele nicht in der Nähe von Nachli sein, dem Minion von Nassim, Stim Chose, bis wann ich an das Teher Semes ist, Nedel, aber das er bei Massim Chamit ist. Kommt zu gehen, der Mismir Kufcho Fallisch und sagt, dass in Legamre Kistieren nicht. Als es dumm zu gehen, der Linie von Ma'ayin Jove Jezri, und nicht in der Ruf der Pirus, hat das Atmihe und Ascheile, wie kann jetzt immer sehen, nur dass es gleich der Gesorgt von Wannet zu dieser Demidens an Ezer. Al Idens Ezer ist Ma'ayin. Bis Wannet habe ich mich verbindet, dass in der Marmore für Abyssen und Isieno, als das ist verbunden mit Ma'ayin Chazal HaYodua. Als ein Masel Israel, danach ist er darf sich um der Reise, so sei nicht nur in der Kia Shevi, nicht nur in Masel Shebinishoma, nicht nur in Yechide Shebinishoma. Er will sich um, bei dem soll das sein, Betev, Hanide, Hanigle, Izorcho, Hatev, Lonotifta. Sagt mir gleich, als Ezri, Mim, Hawaii, Jesus, schon mein Wort, das hebt sich aus, wird nimmst von Ma'ayin, der Leis, Rames, Lebisch und Meis, Lebisch und Keis, danach wird es aber gleich Nimschaf. Der Ezri in Hawaii, Jesus Shammai, wo Ores, wo das Kehler, der Kohl, Seder, Aishtalschulus, bis der Mehle, Masea, Tachten, Schein, Tachten, Lemate, Amen. Noch sagt man, man kommt darauf in der Masea Tachten, darf man doch haben, ein Jinnionen mit Juchodim, was man darf sie nicht bewohren in den Nehlmischel im Eilemise. A viele nicht in der Masea Ruchni, kommt zu, a Schmieren mit Juchedes. A Hine, le Jonen, will der Jischen, Schemir Isro. Becho Hashem Chosisi, Alei Voishel Oilam. In you, Hashem, I seek refuge. I shall never be disappointed. Let's sing a happy niggun to these words. The approach we've been talking about is not only the concepts of bitochen and emunah, positive thinking and faith, but as parents in particular,
we have a responsibility to protect our children, to insulate them. Now, we cannot lie to a child. The Rebbe spoke on many occasions how we can't tell children something that is untrue. We must tell the child the truth. However, we cannot frighten our children. Three weeks ago, Chayasar developed arthritis about 4 years ago. She had a very high HANA. We repeated the lab results. They were better this year, but they're still positive. But they're better, but we're still very concerned she could have some connective tissue disorder. We don't know what's the problem. But we asked for the Rebbe's bracha, that she should be well. You frightened your daughter, and that is not necessary at all. They're not sink, not cost to be frightened. And your discussion with the doctor is also a friend. And after that discussion with the rabbi, there is a difference of opinion of the bacterium, of the doctor. I God Almighty bless you to have good news. You know, the Rebbe treated us this way in his daily life. For 40 plus years, the Rebbe was on the receiving end of a constant, unending torrent of letters and phone calls with troubles and misfortunes. Now, they were brought to his door for his blessings, for his advice, or in many cases, just as a shoulder to cry on. You know, the Rebbe wouldn't let anyone open the incoming mail, and he held everything that was sent him in the utmost secrecy. But for whatever reason, there's an individual who told me that he saw some of that mail one time. And this fellow tells me that he just couldn't read more than a few letters. The terrible pain that the letters contained was just intolerable. But think of what the Rebbe projected to us. We got to see the Rebbe as an upbeat, positive person, always encouraging. Somehow, for years on end, the Rebbe managed to shield us from all of that and to truly be uplifted and uplifting. Now, there are hundreds of letters of the Rebbe on faith. They're not theoretical or far off. In the Rebbe's style, they're logical and convincing. Here's one that was just printed last week that I wanted to share. It's from 1965, and this woman's writing to the Rebbe that she's reading in the papers about nuclear war, and it's frightening her. So the Rebbe writes, "I'm surprised with you. You know well the verse, 'God is my shepherd, I shall not want.' And the other verse, 'God is with me, I shall not fear.'" And the Rebbe goes on to say there was a similar sentiment in the war in 1914 when they began to use airplanes and then bombs with poison gas. And this is similar to what people were saying in the Middle Ages when they began to use gunpowder. And in almost every generation, there's such a fear. And anyone who knows world history know that this has been going on for hundreds and thousands of years. And the Rebbe concludes with, "I think that your evil inclination is frightening you," and suggests that she check the mezuzahs in her home. Now, is there something to be learned from this whole business? The Rebbe would do this quite often. When there was a negative event in the world, he'd say there's something positive that we could learn from it. So let's have a look at this talk of the Rebbe in the beginning of 1986. It's a short clip that we'll be sharing, but the talk is quite in-depth. And the Rebbe speaks about nuclear bombs and the threat, and how there's a madman threatening the entire world with annihilation, and how with one button in his hands, he can unleash destruction upon the entire world. Now that's crazy and it's scary, and what does it all mean? In the last Chedoshim, as of getroffen erscheinungen in Teva, the earthquakes and earth-eternation harbonies and verschflitzungen in a zene medinis was a zähnblicher jornach anandni gewähm und so hat mit sich gebracht a zähnis und karbonis in de zähnblicher und de hunderter und in de tausendter. Wie man das gesehen, gerade die letzte Chedosche. Auch derlich sehen die Jachsin zwischen Menschen, ist noch kein Wollne gewähren, Asamin, Sakona, und Asamin, ist Nachschuss, an Gegenstellen sich, von zwei Machten, was eine ist nicht Maske mit der Zweite, und jeder von sie, ich ruft sich an, als sie, die, was darf sein, der Schalit, bechol Oelum Kulei,
was bishas mi gita kuk av dem maimi du matzer. Und dann noch hebt mir am Rett, am wir darf machen von der Welt, als sie soll sein an Ort, was verschafft, vergnügen dem Ebersten, ist er das Lecheere im Ganzen nicht Masse. Und in Astira, Achig Debo, ein sagt zu der Zweite. Und was noch mehr, wie bald die Kasche ist er geworden in den letzten Jahren, wenn mir dafür der Entscher auf der Scheibe echt liegen, in die Erscheinungen, was sie seinen Nisradisch geworden, darf in den letzten Jahren. Und das, was in Nisradisch geworden, darf in Chadisch schon im Achiach Renis ist. Aber mit Akamus Achik Tana, und bloß noch Elam, mit Atem, bischass mit das nur Eisnutzen, bleib die Keches und bleib dem Sechel, wo der Rebischter hat gegeben und nicht nutzen das, in der gute Richtung kommen mit der kleinen Kamus Mamosch. Uftan Aschinoi, wo der Schinoi soll der Griechen beregen kememre, bechol hoelam kule, wo das nicht gewähnt in die Friedeke der ist, nicht gewähnt die ganze Möglichkeit bis Galus. Und das verändert sich die Scheibe, was kann ein Mensch auftun? Und was ich kann er auftun mit den Meißen? In Asami Neffen, was bringen die Schuhe war Zoll zu der ganzen Welt? Immer sage ich, der Rambam passt und das sehe ich auf in der Loch. Und er ist Aida Maimin, wenn mir der Glebte war, der Rambam hat das sehe ich auch gepasst und ich das sicher immer. Er will aber reichert, man soll das ihm geben zu verstehen. Bis ich ein Apostel fragt er, was er kann, er das Suftan durch ein und einzige Meise und bringe Jeschua war tolle Lecholo Elo. Sagt ihm, der, was quetscht an dem Knäppel, ist nicht mehr gut sein, der größer Melume und verstehen, was er der Atem arbeitet. Und was sie durch den Knäppel wird das ankommen, zu sehen, kolo elam kule, das, was wird von dem verlangt, die mehr nicht. Der meiste Pschuto, er soll umquetschen, den passigen Knäppel in der passigen Zeit und dann das, wie mir darf das tun. Wie der Mond friert durch Sheva Mitzvahs Bnei Nechle, kolo elam kule. Und durch Tarjag mitzvist libnei Yisroel, bishar der Rebishter, ali dei Schlucha, wo er durch sein Tere, ve kajitze baze, ve tem zuführen zu dem passigen Knäppel, und zuführen in der richtige Zeit, und sagen, was er da verquetscht hat, oder demut wird der sein, oder der, was wird durchführen, bepeil, a bringe Yeshua wa zolle lechol oelam kule, mamosh bechol dalit katzwe oret. So I'd like to suggest perhaps the lesson here might be in that infection curve. We keep seeing these curves, how one person infects two, who in turn infect four, and of course the goal is to flatten that curve. But what might it look like on the side of good? Imagine each of us affect two people, who in turn affect four people. And we've all seen that curve, how before long at all, it grows to hundreds of thousands. And that we need to increase that curve. I also want to note the brief mention there by the Rebbe of the seven Noahide commandments. And this is something the Rebbe spoke about quite a lot, how we as Jews have a responsibility, and we're actually required by halacha, Jewish law, to influence civilization for the better, and to teach them the seven Noahide laws, which is the only way to have a civilized world, the Rebbe taught. So to me, it seems that at some point soon, perhaps while this terrible plague is still sweeping across the world, maybe in its aftermath, we will be called upon to serve our role as a light unto the nations. Because when such a traumatic event occurs, people begin to search for meaning, and we need to be prepared for that. And this terrible thing is affecting the entire world. Of course, I'm not referring to touting the lack of morals as a reason for all of this, but more specifically as a way to fill a void that exists. Now, is there anything that Torah prescribes to immunize ourselves from this miserable virus?
There are a number of different things, but let's focus on one of them. On a number of occasions, the Rebbe suggested that Torah study in general and a specific course of daily Torah study in particular can do that job. The Rambam alin schreibt, that the Mispar HaHalochis is Peigim. Zogt Avdruv de Gemore, as Peigim ul Machlisido und Duro Dru. Was ist da der Achille Stief und der Morden, wie sie darf zu sein? Was ist hier Machle mit Kirbecho? Was Machle bei Gematri Pei Gimul? Und durch was ist mir das mit Wattel? Durch Achille Stief, wie die Gemorde tatscht das auch. Paar Schachris, wie kann ich sie bose? Und wo das sie verbunden und Chaya an der Schome. Was Chaya an der Schome ist der Achille Stief, schelo. Der Linie von Teiro, die Fahre Seche, die Mischne Teire, wer Teire voneinander geteilt, den Pei Gimel Haloche ist, wo das in der Wattel und Tutu, was Reise Machla mit Kirbecha. Und wie der Reifen ist in der Refuhr, Schalomaila ist, am Ilech Atchila, le Yosim Alecha. Znit, da wie der Rambam so keichet, in Ilchis Deis, also da, ich fahne mir Refuhr. Aber schaß es sie da machen und dann noch, weil sie wird mir nicht geheilt davon. Er sagt aber gleich, als er wird anschreiben, weil sie mir soll sich finden. Und so klar dämmelt ist er nie maftiach, als er mit kann mir noch atchile nicht kommen, mit dem machen. Wo das er der Reifen war er vor, der Schalameilo, bei mir wird er sich der Reifen war er vor, all die Idee hat Teire, wo das er sich mit nach Schamayim. Ich meinte um Kirlecho, und wo sie Tere mit wie Refuhr lo Eilom, bis in ein Leben von Refuhr schelle Meilo, ad mir lech Atchile lo Yosim Alecho, ki ani Hawaii Refecho, das ist der Leben von Refuhr von Mebischten, der Mele wird das als eh der Leben von Refuhr von Tere, wo das ist Dwar Hawaii, und befragt in Dwar Hawaii zu Alecho, Und das wird ein riesiger, mit einer Loschen, Zor und Bruder, in dem Sefer Halochis, Halochis, und das ist der Mischne Teire von dem Rambam. Und das ist als Aide oder Nachise, aber soll noch mehr Mephi sein, zusammen mit Limut, Teirische Bixav und Teirische Balper, befragt in Pnimis Atero, befragt die Schülerin von Chitas, eingestellt durch Neside Reino. Eiche der Limo, der Mischnetere, der Rambam, wo das sind alle Unionen, weil noch mehr zuheilen, dem Kiem ha-Yud, von Bismann ha-Hu, le-Yishom, le-Milchom, le-Tachrus, le-Kino, mit alle Unionen, bildet es zu ihm, was er rechnet ist, und sie sagen, du, Molo, Horez, de-Asavai, kamayim, le-Yom, mechassim. The Rebbe referred there at the end to the study of Chitas and Rambam. Chitas is the daily study of Chumash, reciting Tehillim every day, and studying Tanya. And Rambam, which is something that the Rebbe began, is a study of three chapters of Maimonides, which allows you to finish the entire book in about a year. One chapter is another track, which allows you to finish in about 3 years. And the book of Mitzvahs, Sefer HaMitzvahs, which you go through in about a year. Now, there's a letter from the Alter Rebbe. There was a terrible fire that somebody had, and Alter Rebbe wrote that after a fire, one becomes rich, because after severity comes divine mercy. Now, it's interesting that the Rebbe applies it to a situation I saw in a letter where somebody had a flood, which means essentially that we can apply this to every situation. After severity comes mercy. May Hashem bless us that after this dramatic worldwide disaster, we experience a tremendous measure of Hashem's mercy and blessings. I'd like to wrap up with a talk of the Rebbe. It's actually on the new chapter of Psalms that we just began saying for the Rebbetzin on her birthday, the 25th of Adar. It's Kapitel Kuf Chaf, chapter 120, and it's from an address to children in summer 1982. Batzorosoni, korosi vayaneini, Abishas Ayid, der Field, als gefindet sich in einer Zorre, in einer Linkschaft, tore sich nicht der Schreckenchass verschollen, worin hat sein Kommandierin schief, und zu ihm ruft
is a sichere sache, weil ja nein, ja sehr entfernten und noch mehr. Vor dem Posseg sagt man, schier hameilis, am sagt das mit der Gesang und mit der Freilichkeit, weil es ist eine sichere Sache. Das, was sie bei Zorossi, das mehr nicht. Eine Sache, eine Rege, Kotten auf eine kleine Weile und gleich wie Korossi am Wenzig und mir ruft den Mäbischten, ist bei Janini und er hat auf sehr viel sicher in dem. Als noch Edes dort der Korossi, ist beim Schein dort der Zustand von Schir am Meilis. Als singt und lebt dem Ewigsten, was hat er dämmelt, wird übergekehrt werden. Als anstatt Bazzorossi, wie der Balschemte teilt, wird von Azore, wird eine Linie von Zehar, als er wird aufgeöffnet, als eine Halle, ein Fenster in der Finsternis von der Zore, von dem Golus, und sie wird gleich zäher an Lichtigkeit. Als sie wird lichtig noch sein, die Kingolus, worum ist durchgenommen mit Tero, mit der Lichtigkeit von Tero, und das ist auf sehr viel sicher. Aber noch gleich, noch jeder behebt an die Milchome. Und jeder noch sie dort der Karosse von der Zorro, singt mir schön am Marsch von Isochen. Aschir und in der Neufe von Hamailis als Hecher und Hecher und er noch ist selbstverständlich, als er kommt gleich der Korossi und er kommt gleich der Vajaneini und als er echt in der größten Eigenschaft, wo das ist der Golus, in welche jeder von uns gefinzert, gedenkt mir nur mir sicher, aber das ist mehr nicht wie ein Verweile. Und sie hängt top nur in dem, als sie sein Korossi. Aber mit Singen, Moschiach nau. Und mit Rufen zu dem Ewigsten. Und sagen ihm, Lischosso, Kevino, Kol, Hayei. Aber mit Hoffnung auf seine Hilfe, dem ganzen Tag. Und damit, wie der Rambam sagt, Miyad, Heini, Golim. Als er kommt gleich der Vajaneini und er geht er reist mit Kabel sein Pnei Mashiach Zidkenu, was er wird durch Hunger auf Melech HaMashiach. Now this clip just came in as we're wrapping up and I wanted to share it. But first, let me say a thank you to Rabbi Shmuley Horowitz who helped me pull together all of this material, as well as Rabbi Moshe Gerari. Eli Sapo produced the video and edited it. Let me give you the background of this story. This is Mrs. Sarah Gutnick from Australia. Her mother is Mrs. Devorah Halberstam, and her brother is Ari Halberstam. The year was 1988, right after the Rebbetzin passed away. And on the first night of Pesach, Mrs. Halberstam realized that the Rebbe was going to be doing the Seder all alone. So she sent her son, Ari, to Shul, and she told him to invite the Rebbe to their Pesach Seder. They didn't want the Rebbe to be alone. And the Rebbe smiled and thanked him and said, halachically, there's a problem because I already lit the candles in my office. But please tell your mother, thank you very much. The next year, as my father and Ari were getting ready to go to shul for Maariv to daven with the Rebbe, they had a custom that after Maariv, they would get matzahs from the Rebbe. As the Rebbe's staff, they would get matzahs, whole matzahs, they would share with their family on Seder night. And as Ari and my father were getting ready to go to shul, my mother turned to Ari and she said, Ari, when you go to the Rebbe for matzahs, you must tell him that my mother doesn't want the Rebbe to be alone at the Seder this year. Will the Rebbe please come and join our family? Ari was almost 12 years old at the time, and of course he was shy and he was reluctant, but my mother said, please do this for me, and Ari agreed. That night, when Ari went past the Rebbe, he said to the Rebbe, Rebbe, my mother would like the Rebbe to come and join us for the Seder. She doesn't want the Rebbe to be alone at the Seder this year. Will the Rebbe please come and join our family? And the Rebbe said to Ari, please tell your mother, thank you very much, but I won't be alone at the Seder. My father-in-law
will be with me. Referring, of course, to the previous Rebbe, who passed away in 1950. The reason I'm sharing the story is quite obvious. Many of us will be alone for the Pesach Seder for the first time, and it might be difficult, but we need to remember Hashem is with us, the Rebbe is with us, and next year we'll all be together in Yerushalayim. L'shana haba b'Yerushalayim. And on that note, let's finish with the song, We Want Mashiach Now. We want Mashiach now. With materials from the Living Archive, established by the Rohr Family Foundation. Video collection preserved by Benjamin Federman, in tribute to his parents.